Moin, liebe Brosten, super, dass ihr auf dem Montag wieder dabei seid. Ich bin wieder fast komplett gesund, wie ihr an meinem Lächeln auch erkennen könnt. Heute zweite Bundesliga-Spezial, Deal or No Deal, welche Spieler könnten uns helfen? Rollo ist bestimmt auch schon an einigen dran, die heute drankommen. Und wir haben den ersten Transfer fix gemacht. Dafür kann man wie immer ein Abo und ein Like da lassen. 50% haben mich immer noch nicht abonniert, aber das ist kostenlos und das kriegen wir noch hin. Und jetzt starten wir rein. Kommen wir erstmal zu den Skills, die wir brauchen. Wir sehen diese Saison, dass wir einfach einen Mentalitätsspieler brauchen, sowas wie Lars Stindl, nur vermehrt. Problem bei Stindl diese Saison ist halt, sein Vertrag läuft aus, man weiß noch nicht, bleibt er, geht er, ich glaube eher, er geht. Und wir brauchen wieder mehr Säulen in der Mannschaft. Mentalitätsspieler ist immer schwierig, also wenn es ein Mentalitätsspieler ist, der nur Leute weggrätschen kann, dann bringt uns das auch nichts. Aber einfach Leute, die in schwierigen Situationen richtig hart beißen, sie sich nicht aufgeben und trotzdem spielerisch gut sind. Auf so Leute wird es ankommen, solche zu finden. Und da wird Wirkus dran sein. Ich vertraue ihm da. Und was mir auch aufgefallen ist, das habe ich auch öfters in den Kommentaren gesehen, wir bräuchten nochmal einen Spieler, der ein 1 gegen 1 lösen kann. Ich traue das definitiv einem Borges Sanchez in Zukunft zu. Eventuell auch einem Gumu, ein Thuram kann das auch. Aber in der Vergangenheit hatten wir Hazard, Traoré, wo ich sowas schon eher gesehen habe. Also die haben dann mal ein 1 gegen 1 aufgelöst, was uns dann in manchen Spielsituationen doch sehr, sehr geholfen hat. Und so Spieler bräuchten wir tendenziell auch für nächste Saison. Und da habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Und freue mich jetzt auf das zweite Bundesliga-Spezial. Aber bevor es losgeht, noch kurze Werbung in eigener Sache. Morgen macht der Shop zu, wie bewusst. Ich bin im Urlaub 1,5 Wochen und ich mache das hier wirklich alles selber. Ich verpacke hier selber, druck selber. Und deswegen kann ich dann 1,5 Wochen den Shop nicht betreiben und dann wird er zugemacht. Wie gesagt, zu jeder Bestellung gibt es eine Dankeskarte dazu. Alles ist versandkostenfrei ab einem oder 100 Teilen. Ab 2 Teilen kriegt ihr sogar noch 10% Rabatt mit dem Rabattcode BUSHI1900 groß geschrieben. Wenn ihr in den Warenkorb geht, hier auschecken und in der Rabattcodezeile BUSHI1900 eintragen, wie es hier steht, und dann kriegt ihr 10% Rabatt. Das wären bei 2 Hoodies 8,50 €. Eine feine Sache. Bis heute Abend 23,59 € habt ihr noch die Chance, wie gesagt, mit einer signierten Handkarte ist jede Bestellung dabei, mit eigener Widmung. Und dann ist der Shop für 1,5 Wochen zu und 1900% Tradition brauchen wir am Freitag gegen Leipzig. Definitiv. Dann zeigen wir dem, was Tradition bedeutet. Und jetzt geht's los. Der erste Sommerneuzugang ist fix, so gut wie fix. Das war wohl auch letzte Saison schon fix, da gab es aber vertragliche Probleme mit Hertha BSC und deswegen ist Lukas Ulrich noch nicht bei uns, aber im Sommer sieht es wohl stark danach aus, dass Lukas Ulrich von Hertha BSC zu Borussia kommt, ablösefrei. Es wäre dann Backup für Luka Netz, spielt zumeist in der Regionalliga, 17 Spiele, 2 Tore, 4 Vorlagen, ist ordentlich für einen linken Verteidiger, 18 Jahre alt, ne? Super junger Spieler, können wir auf jeden Fall gebrauchen, deutscher U19-Nationalspieler, da hat er auch schon 7 Spiele, 3 Tore gemacht. Also ich würde mich freuen, wenn es klappt, ablösefrei. Ich glaube, da wird nicht ganz das ganz große Handgeld bezahlt werden müssen. Ist ein Mann für die Zukunft, der aber dann auch auf Einsätze kommen muss, um seinen Marktwert zu steigern. Das war in letzter Zeit halt das sehr, sehr große Problem, dass wir es nie geschafft haben, wirklich die jungen Spieler einzubauen. Das muss anders werden. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema. Rami Benzebaini droht Nachspiel, der DFB ermittelt. Also, ich habe ja gelesen, dass einige drunter geschrieben haben, ich würde das gut heißen, die Beleidigung. Auf gar keinen Fall. Was Rami da gemacht hat mit der Beleidigung ist falsch, aber ich bin trotzdem der Meinung, man sollte keine Staatsaffäre draus machen. Das war in einem Affekt, er war die rote Karte mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, kann man das wahrscheinlich auch anders lösen. Der Schiri hatte auch nicht seinen besten Tag und Rami war einfach extrem sauer. Ich will das absolut nicht gut heißen, die Beleidigung, aber wie gesagt, ich bin kein Musterbürger und die meisten die zuschauen, sind wahrscheinlich auch keine Musterbürger, haben auch schon mal was falsch gemacht. Und ich habe gegen Julian Nagelsmann sehr, sehr stark geschossen vor Wochen, wo er gesagt hat, verweichlichtes Pack. Da muss ich mich auch selber ein bisschen kritisieren. Also das ist dann nicht mit gleichem Maß gemessen, aber ich bin auch Gladbach-Fan. Ich verteidige meinen Verein und Julian Nagelsmann mag ich sowieso nicht. Das ist kein Grund dafür, aber ich finde einfach, gibt dem Benzebaini eine Geldstrafe und gut ist. Ich glaube, Nagelsmann hat auch eine Geldstrafe bezahlt und dann ist das Thema abgehakt. Also für die Leute, die jetzt daraus eine Staatsaffäre machen wollen, weil er einen schönen Sohn gesagt hat, kann man machen, aber ich finde, jetzt noch ein extra Spielsperre dafür reinzukloppen, meine Meinung ist
ist zu viel. Gib ihm eine Geldstrafe für einen wohltätigen Zweck und dann ist die Sache auch gut. Wir sind alle nicht perfekt. Der Schiri hat in dem Spiel auch seine Fehler gemacht, ist trotzdem kein Grund, ihn so zu beleidigen, aber ist meine Meinung. Ne? Sache abhaken, Geldstrafe, Einspielsperre, Gelb-Rot und gut ist. Ne? Also so ist meine Meinung dazu. Und machen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum zweiten Bundesliga-Spezial. Ich finde, 90 Minutes hat mal eine schöne Auflistung gemacht, verkaufen, verleihen oder behalten, bevor wir zu dem zweiten Liga-Spezial kommen. Da geht es einfach um die Position, welchen wir behalten sollten und welche wir verkaufen sollten. Ja, Jonas Omlin, ganz klar behalten, sagt 90 Minutes auch, Jonas Schowski behalten und Tobi Sippel wird wahrscheinlich auch bleiben. Und dann bist du, er hat Interesse auf jeden Fall bekundet und dann bist du im Tor natürlich super aufgestellt. Da brauchst du fürs neue Jahr nichts. In der Abwehr, Joe Skelly behalten, dem gehört die Zukunft. Stevie Liner ordnet Verkaufen ein. Da bin ich tendenziell auch dabei, dass man Stevie Liner verkauft, weil er sehr, sehr hohes Gehalt hat, kostet einiges. Da stellt sich nur die Frage, ob du einen passenden Abnehmer findest. Simon Walde behalten, Ducouré hat noch Vertrag bis 2024, aber ich glaube, das Kapitel wird beendet werden. Toni Janschke behalten, sein Vertrag läuft aus. Da muss man gucken, wenn Toni noch Bock hat und wenn Farke das Potenzial für ihn noch sieht, auf Einsätze zu kommen, würde ich auf jeden Fall sagen, Toni, mach noch ein Jahr. Ansonsten ab ins Präsidium, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Toni ist einfach eine Legende und der muss im Verein bleiben. Itakura ganz klar behalten. Nico Elvedi verkaufen, Marvin Friedrich verkaufen. Da gehe ich nicht mit 90 Minutes, weil ich glaube, einer muss bleiben. Weniger, ich glaube es eher, dass es ein Abschied von Marvin Friedrich wird, weil Farke halt gar nicht auf ihn setzt, auch am Wochenende nicht. Und Rami Benzebaini wird halt gehen, das ist klar. Und Luca Netz behalten. Bin ich komplett dabei, bis auf Nico Elvedi. Ich glaube, es wird eher Marvin Friedrich werden. Im Mittelfeld Florian Nauer ist behalten, bin ich komplett dabei. Und auch Vertrag verlängern. Julian Weigel nur für kleines Geld verpflichten. Genau auf meiner Linie. Kone behalten, glaube ich nicht dran. Ich glaube, du wirst Kone verkaufen müssen. Weil du wirst immer das Problem haben, wenn er nicht verlängert, okay, jetzt hat er nur noch ein Jahr Restvertragslaufzeit und dann wird es immer weniger Ablöse. Das können wir uns einfach nicht leisten. Christoph Kramer, klar, behalten, hat auch verlängert. Hannes Wolf verkaufen, das wird sich in der Rückrunde zeigen jetzt. Wenn er auf kaum Spiele kommt und es ein attraktives Angebot im Sommer gibt und Farke sagt, ich brauche ihn nicht unbedingt für die kommende Saison, dann gehe ich da tendenziell mit, obwohl ich eigentlich noch viel erwarte von Hannes Wolf. Fraulo verleihen. Ja, bleibt dir nichts anderes übrig, hat keine Chance. Stindl behalten, ich glaube, das wird einen Abschied geben. Patrick Herrmann verkaufen, weil Stindl, das zieht sich schon zu lange. Patrick Herrmann verkaufen, die Frage ist, ob, dass Farke nicht auf ihn setzt, sieht man. Ob Herrmann überhaupt verkauft werden will, lasse ich mal offen. Conor Noss verkaufen, da bin ich dabei. Ich glaube, das wird schwierig bei uns. Und Jonas Hofmann behalten, definitiv. Und im Sturm, da geht es relativ flott. Marcus Thuram wird gehen, Alassane Plea muss man eigentlich behalten als Säule. Wer kennt Borussia, ist jetzt auch schon lange da, ich glaube seit 2017, 2018. Und Alassane Plea muss auf jeden Fall bleiben. Und so sehen die Personalien aus. Und jetzt geht's los, Deal or No Deal, zweite Liga Spezial. Mein Favorit, der ist in den letzten Wochen wirklich sehr, 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 sehr gut aufgeblüht, beim HSV. Viele denken jetzt Glatzel. Ich sag da nein, ist auch ein Stürmer. Und es ist Ransford Yeboah Königsdorfer. Richtig guter Mann. Ich habe es gesehen, habe ihn ein paar Spiele jetzt beobachtet, gegen Nürnberg getroffen, gegen Darmstadt getroffen. Bulliger Spieler, kann vorne alles spielen, hat alle Anlagen mit 21. Und ich würde ihn noch sogar vor einem Glatzel sehen. Mit einem Player sogar in der Doppelspitze könnte ich mir das gut vorstellen. 21 Spiele, 7 Tore gemacht. Wie gesagt, er hat auch letztes Jahr schon bei Dynamo Dresden, glaube ich, schauen wir gleich mal rein, auch schon gut performt. Ja, es war Dynamo Dresden. Aber jetzt, diese Saison ist nochmal deutlich besser. Und ist auch ghanaischer Nationalspieler, hatte für die U21 gespielt für Deutschland, aber hat sich dann für Ghana entschieden. Ist jetzt seit letzter Saison beim HSV. Der wird teuer werden, weil er Vertrag bis 2026 hat, aber der hat Zukunft, der Mann. Also Königsdorfer hat definitiv Zukunft und den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wie gesagt, heute geht es nur um Zweitligaspieler, wo ich das Talent sehe, wie bei Itakura, der ja auch bei Schalke in der zweiten Liga sich durchgesetzt hat und dann zu uns kam. Wo ich dann das Talent sehe, genauso durchzustarten wie Itakura, und Königsdorfer hat das auf jeden Fall. Und wenn man ehrlich ist, Itakura könnte man jetzt schon für das Dreifache verkaufen, aber Itakura muss halt bleiben, definitiv. Wer immer klein geredet wird, aber ich bleibe dabei, David Kownacki von Fortuna Düsseldorf ist ablösefrei im Sommer.
Der ist ein Allrounder, hat jetzt auch schon 10 Hütten gemacht, 6 Vorlagen, sehr, sehr starke Zweitligasaison. Der ist halt ein kompletter Stürmer mit 25. Und für mich wäre das kein kleiner Transfer. Also wenn du den bekommen kannst, ist das für mich ein absoluter Top-Transfer. Man kann ihn kleinreden, da bin ich aber nicht dabei, weil der Kopfball stark ist, der ist gut am Fuß und wenn er dann noch mit besseren Mitspielern zusammenspielt, glaube ich, könnte der noch mehr leisten als aktuell. Und für mich wäre David Kownacki, auch nicht nur, weil er Namensbruder ist, aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Transfer, den ich befürworten würde. Dann Patrick Pfeiffer für die Innenverteidigung, ist natürlich ein Mentalitätsmonster, also wenn der in den Zweikampf fliegt, der fliegt in die Zweikämpfe, definitiv kopfballstarker, als Innenverteidiger schon 4 Tore gemacht, in Hamburg geboren, 23 Jahre alt, hat nur noch Vertrag bis zum Sommer, läuft aus, ich muss mal gucken, ob er ausgeliehen ist, ich glaube nicht, also ich glaube, der ist tatsächlich ablösefrei. Einzige Problem an der Sache ist, er hat aktuell einen Muskelbündelriss. Entschuldigung, ein bisschen Erkältung ist noch drin. Muskelbündelriss kennen wir bei Toure, das kann schon mal gefährlich werden. Aber tendenziell natürlich ein Top-Innenverteidiger. Wenn einer gehen sollte, Elvedi oder Friedrich, und man kann den holen, bin ich absolut zuversichtlich, dass wir in der Innenverteidigung sehr, sehr gut besetzt sind, wenn er gesund bleibt. Und dann haben wir noch, einen Mannschaftskollegen von ihm, der uns im Pokal auch schon sehr, sehr wehgetan hat. Braden Manu, 25, 18 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen. Das wäre auch einer, der 1 gegen 1 Duelle lösen kann. Ähnlich wie Königsdorfer, obwohl Königsdorfer ist eigentlich kein 1 gegen 1 Spieler, aber er kann es auch theoretisch auch. Aber Braden Manu ist halt einer, der mit seiner Geschwindigkeit sehr, sehr gut mal ein 1 gegen 1 auflösen kann. 25, hat noch Vertrag bis 2024. Da wäre eine kleine Ablöse fällig. Würde ich aber eher als kleineren Transfer einordnen. Da würde ich die anderen schon vorziehen. Aber ist mit Sicherheit eine gute Alternative. Da wir Lukas Ulrich verpflichtet haben, wird der Transfer natürlich jetzt eher unwahrscheinlicher von Derek Köhn, der auch Linksverteidiger ist, kann auf der linken Schiene aber alles spielen, theoretisch auch Innenverteidiger. Den hatte ich auch schon mal in einer Folge von Hannover 96. Hat Vertrag noch bis 2025, da wäre natürlich auch eine Ablöse fällig. Ich glaube, wo hat er vorher gespielt? Bei Willem Twee, da hat er auch schon sehr, sehr gut in Holland gespielt. Hatte ich auch schon mal drüber berichtet. Wäre eine Option auf der linken Seite, weil Außenverteidiger wirst du gebrauchen können. Ne? Ob es jetzt, wenn Leiner geht und Benzemaini geht, hast du mit Skelly und Luca Netz eigentlich nur 2 nominelle Außenverteidiger. Klar, Elvedi kann das spielen. Dass Bayer zurückkommt, ist unwahrscheinlich. Aber da musst du auch ein bisschen für Konkurrenzkampf sorgen. Also wenn beide gehen, Leiner und Benzemaini, musst du ja im Endeffekt 2 neue Außenverteidiger holen, um Backups zu haben. Und da werden natürlich jetzt Lukas Ulrich ist da. Der muss auch auf seine Einsätze bekommen und vielleicht Derek Köhn mit ein bisschen Erfahrung gar nicht so schlecht. Ne? Natürlich, der Name Max Aarons geistert auch immer noch rum. Ich finde, wir haben mit Philipp Max eine Riesenchance vertan. Ich habe es im Sommer immer gesagt. Ich habe gesagt, ey, hol den doch im Winter. Wenn ich den jetzt bei Frankfurt sehe mit seinen gefährlichen Flanken, der hat gefühlt einen Apfel und ein Ei gekostet und spielt da überragend. Ich glaube, da haben wir eine Chance verpasst. Philipp Max hätte ich super gerne bei Borussia gesehen. Schon letzten Sommer. Leider wurde mein Wunsch nicht gehört, aber so ist es manchmal. Tim Breithaupt, der soll ja auch schon im Borussia-Park gewesen sein, da kommen wir aber jetzt gleich zu einem riesigen Problem. Wie gesagt, das könnte so ein Nachfolger von Chris Kramer dann werden auf der 6. Defensives Mittelfeld könnte auch, wenn man Weigel nicht holt, ein Ersatz für Weigel sein, obwohl ich glaube, dass er noch nicht so weit ist. Problem, Knochenbruch. Knöchelbruch hat er sich zugezogen, wird wohl bis zum Ende der Saison ausfallen oder ist beendet die Saison für ihn. Und ob man einen Tim Breithaupt dann wirklich als Stammspieler sieht, wenn er jetzt einen Knöchelbruch hat, schwierig. Da wird es wahrscheinlich auch die Ablöse deutlich geringer werden. Da überlasse ich euch mal die Meinung. Würdet ihr einen Tim Breithaupt mit dem Rucksack kaufen zu Borussia? Das Talent hat er. Die Frage ist halt immer, wie man nach dem Knöchelbruch zurückkommt. Und mein nomineller Nachfolger, falls Lars Stindl gehen sollte, aus der zweiten Liga, spielt auch aktuell bei Hannover 96. Das würde zu Lars Stindl eigentlich sehr, sehr gut passen. Ist aber ein fester Spieler von der TSG Hoffenheim. Aber ich glaube, dass der Spieler keine Lust hat, nächstes Jahr in der zweiten Liga zu spielen. Maximilian Bayer. Maximilian Bayer ist ein Mittelstürmer,
kann aber auch das offensive Mittelfeld spielen. Der hat uns beim 3-0, meine ich, hat er gegen uns auch ein Tor damals im Pokal geschossen. Müsstet ihr mal in den Chat schreiben, ob ich da recht habe oder ob ich da falsch liege. Ich meine, der hat auch gegen uns schon mal gescored. 22 Spiele, 4 Tore, mit 1,85 auch nicht klein gewachsen, steigert stetig seinen Marktwert, wie gesagt, ist von der TSG Hoffenheim ausgeliehen an Hannover, hat da noch Vertrag bis 2025, aber wenn Hoffenheim absteigt und den Klassenerhalt nicht schaffen sollte, ist Maximilian Bayer für mich auch einer. Oder man holt halt dann einen Doppelpack, Bayer und Kramaric, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wie gesagt. Guter Mann, und das wäre mein Deal or No Deal der zweiten Liga, meine stärksten Spieler der zweiten Liga. Schreibt gerne mal eure Spieler rein, die ich eventuell noch vergessen habe. Ich bin sehr gespannt heute auf eure Kommentare. Und jetzt zum letzten Mal, ab in den Shop, Buschis Borussia, versandkostenfrei auf alles, 10% ab 2 Teilen mit Buschi 1900 groß geschrieben, hier reinschreiben. Zum Ende noch kurz der Discord, da wird auch schon heiß über Lukas Ulrich diskutiert, Tickets etc., Transfer-News, Bilder aus dem Stadion, Link ist unten drin, über 1330 Leute mittlerweile. Und jetzt wünsche ich euch einen super Montagabend, morgen Fantalk, Mittwoch müssen wir mal gucken, weil dann breche ich in Westerwald auf. Wie gesagt, heute 23.59 Uhr macht der Shop zu. Letzte Chance. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Die Leute ist, was hier zählt.